So, meine Lieben, Prince Charming 2022 ist noch gar nicht gestartet und wir haben hier schon den ersten Skandal im Anmarsch. Ja, es geht um einen Vorwurf gegenüber Fabian, der der neue Prince Charming ist, und es geht der Grundthematik darum, warum der Cast nicht so divers ist. Und ja, darüber wollen wir heute sprechen. Es gibt einen krassen Vorwurf mit einer Aussage, die leider nicht so belegbar ist, aber ich dachte, wir sprechen trotzdem mal drüber. Ich freue mich, dass ihr am Start seid. Prince Charming steht in den Startlöchern. Und wenn man dachte, ja, wenn man dachte, Princess Charming hat für Skandale gesorgt, dann ist es so, dass Prince Charming schon für den ersten Skandal sorgt, bevor die Staffel überhaupt läuft. Ich freue mich auf euer Feedback. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu diesem Thema zu sagen habt. Und ich versuche das so neutral zu verpacken, wie auch immer. Es kann sein, dass jetzt Leute angegriffen fühlen davon. So, I don't care, weil ich drücke es einfach so aus, dass man nichts falsch verstehen kann. Und ihr wisst, dass ich da schon ganz oft in die Mangel genommen wurde. Und it's okay. Also, bei TikTok gab es ein Video, oder generell ging es darum, so, warum ist der Cast nicht so divers? Ja, hätte man besser machen können. Und generell gab es ja auch diese Thematik schon bei Fabian, bezogen auf, warum ist der Prince Charming nicht unbedingt divers? Da habe ich auch schon mal so ein Video drüber gemacht. Habe halt gesagt so, ja, okay, Prince Charming muss halt irgendwie so ein Eye-Candy sein. Vielleicht irgendwie auch so, weiß ich nicht. Also einfach, dass man sagt, so ein Typ, der in der breiten Masse ansprechbar ist. So. Da sind halt in der Regel dann solche Kandidaten, die halt auch gecastet werden. So wie halt auch der Bachelor irgendwie auch mal so ein Eye-Candy ist. Natürlich nicht für jeden so, jeder hat einen anderen Geschmack und, aber ihr wisst, es geht immer um diesen klassischen Schönling, wobei auch Schönling ich in diesem Zusammenhang immer sehr schwierig finde, weil was ist schön, was ist nicht schön, so, jeder hat einen anderen Geschmack, der eine steht auf Typ Fitnessmodel, der andere findet es halt gar nicht so nice, ne? Aber wir alle sind uns einig, genauso wie bei der Bachelorette auch immer so eine extrem schöne Frau gecastet wird, ist es halt auch bei dem Prinzen immer so, ja? Ich will jetzt nicht dazu sagen, ob mir irgendein Prinz gefallen hätte, sonst gibt es hier gleich wieder das nächste Theater, aber das schon mal so vorab. Da kann man sich jetzt drüber aufregen, so, ist das gut oder ist das nicht gut, so, weiß ich nicht, es ist eine Unterhaltungsshow. Ich interpretiere da nicht so viel rein, ehrlich gesagt. Ja, ich mache da nicht aus einem so ein Fass auf, aber ich kann schon verstehen, dass sich Leute das wünschen. Und trotzdem habe ich auch immer gesagt, dass ein Prinz allein auch gar nicht für Diversität stehen kann, weil er ja nur diese eine Person ist. Also, ne, so, wenn man sagt, der Cast ist divers, dann muss man halt auf die anderen 21 Kandidaten gucken, ob die divers sind oder nicht. Und ja, scheinbar sind sie es nicht. Denn es gab bei TikTok, wie gesagt, so diese Diskussion darüber, warum ist der Cast nicht divers? Und dann gab es jemanden aus der angeblichen Vergangenheit von Fabian, der ein, wie ich finde, ein relativ krasses Statement dazu gemacht hat. Und darüber wollen wir jetzt gleich mal sprechen. Aber bevor wir darüber sprechen, würde ich sagen, gucken wir uns doch dieses Statement erstmal an. Ich frage mich aber immer, wer diese Leute castet. Das kann ich vielleicht beantworten. Ich bin letztes Jahr bis in die letzte Runde vom Prince Charming Casting gekommen. Und laut Casting werden die Kandidaten am Ende danach ausgewählt, wie gut sie zu den Prinzen passen. Und lustigerweise habe ich mit Fabian in der gleichen Firma zusammengearbeitet. Deshalb habe ich ihn oft auf Grindr gesehen. Und seine Grindr-Bio hat oft gesagt, no fats, no femmes, no Asians. Und deshalb gibt es wahrscheinlich keine People of Color bei Prince Charming. Also generell werde ich jetzt gleich mal inhaltlich drauf eingehen, so, ja, also ich nehme das jetzt einfach mal so hin, was er sagt, und werde euch auch gleich noch das, was ich weiß, in diesem Business mit euch teilen. Also generell wirkt er so ein bisschen, ich muss sagen, die Art und Weise, wie dieser junge Mann das erzählt hat, wirkte so ein bisschen bissig. Ich hatte so das Gefühl, es wirkte so wie verletzter Stolz, so nach dem Motto, ja, ich war letztes Jahr bei Prince Charming im Cast, wurde nicht genommen, und jetzt kann ich euch ja sagen, warum der Cast nicht divers ist, weil der Cast muss zu dem und dem Typen passen. Und ja, Fabian hat damals bei Grindr das und das und das drinstehen gehabt. Also erstmal, ja, die Realität ist, bei vielen Grindr-Profilen steht sowas drin. Für die Leute, die jetzt nicht wissen, was Grindr ist, es ist eine Dating-App, ja, wobei Dating-App kann man schon fast nicht sagen, es ist eher eine App für was anderes, für queere Personen, ja. Und ja, auch Fabian war da den ganzen Tag online. Und ja, auch ich habe da Sachen gesehen, die im Profil drin standen, aber die werde ich jetzt nicht wiederholen, weil ich es alles schwierig finde, da jemanden jetzt irgendwie so bloßstellen zu wollen, weil es halt einfach eine Plattform ist für, ihr wisst schon, so, ne? Okay, erstmal so viel dazu. Ich finde es schwierig, diese Behauptung aufzu,
stellen, dass diese Sachen in seinem Profil drin standen, weil davon kein Screenshot eingeblendet wurde. Ja, gut, ein Screenshot kann man auch faken. Wenn das so drin stand, ist das inhaltlich absolut problematisch. Darüber müssen wir nicht reden. Und ich weiß, es gibt es wieder Leute, die sagen irgendwie, ja, aber jeder hat doch einen eigenen Geschmack. So, jeder hat doch einen eigenen Typ Mann, auf den er steht. Safe. Darüber müssen wir auch gar nicht reden. Aber das muss man ja nicht ins Profil schreiben. Ne? Man muss ja nicht ins Profil schreiben, dich will ich nicht und dich will ich nicht und dich will ich auch nicht. Man kann ja natürlich selektieren nach dem, was einem gefällt. Aber man muss ja Leute nicht so krass im Negativen labeln, weil das ist einfach verletzend. Und das ich finde, das macht man einfach nicht. Ne? Man kann ja auch nach dem, was einem zusagt, selektieren und dann ist gut. Man muss ja nicht jeden nehmen. Ne? Oft sagen ja die Leute, ja, ich muss ja nicht mit jedem daten. Nee, muss man auch nehmen, Gottes Willen. Soweit kommt es noch. Ja? Jeder darf ja, sich auch das raussuchen, was man will. So, dann habe ich irgendwo in den Kommentaren gelesen, dass die Person dann geschrieben hat, die dieses TikTok gemacht hat, dass das irgendwie 2018 war. Ich muss dazu sagen, ich habe die Sachen, die er jetzt genannt hat, nicht im Profil gelesen. Also, ne, ich rede nur von dem, was ich gesehen habe, wurde mir immer dagegen nicht angezeigt. Aber selbst wenn er das gemacht hat und jetzt die Leute schon wieder sagen, boah, er muss gecancelt werden, das ist 4 Jahre her, was nicht heißt, dass es vor 4 Jahren nicht problematisch war, aber es findet ja ein Lernprozess statt, Menschen entwickeln sich weiter. Ich habe vor 4 Jahren sicherlich auch mal Sachen gesagt, wo ich heute sage, so, boah, Ramon, so, ich habe dazugelernt, ich sehe es heute anders, ich schäme mich schon fast dafür, was ich vielleicht vor 4 Jahren gesagt habe. Ich kann jetzt kein konkretes Beispiel von mir jetzt persönlich nennen, aber es gibt safe Sachen, wenn man mich mit denen konfrontiert, wo ich sage, ja, okay, war halt damals so, damals habe ich bestimmte Sachen so gesehen, ich habe mich entwickelt und gelernt, insofern von diesem ganzen, wir canceln den jetzt, weil das stand im Profil drin, auch ohne Beweis, halte ich nichts von, selbst wenn wir jetzt diesen Beweis hätten, halte ich auch nichts davon, ihn zu canceln, aber ich habe irgendwie schon das Gefühl, dass jetzt noch ganz viele Leute aufploppen werden und das auf jeden Fall vielleicht in dieser Hinsicht eine sehr interessante Staffel werden könnte. So, dann ja die Behauptung, der Cast ist nicht super divers, kann ich jetzt nicht beurteilen, der Cast divers ist, ich habe mir jetzt auch schon alle angeguckt, aber ich möchte mir jetzt ehrlich gesagt nicht anmaßen zu sagen, was jetzt divers ist und was nicht oder wenn es nur ein bisschen divers ist, was fehlt, damit es richtig divers wäre oder so, I don't know. Aber es gibt ja auch so ein bisschen diesen Vorwurf, so ja, es wird nach diesem Typ Mann gecastet, auf den Fabian steht. Und da muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, also ich meine, kann ja jetzt natürlich nicht genau sagen, was sein Typ Mann ist, aber man hat ja ein Gefühl dafür. Genauso wie man bei Kim ein Gefühl dafür hatte, genauso wie man bei den anderen ein Gefühl dafür hatte. Und ganz ehrlich, Leute, so ich würde mal sagen, wenn du in diese Show gehst, und das war wahrscheinlich auch bei Princess Charming so, würde ich jetzt vom Gefühl sagen, ist nur meine Meinung, korrigiert mich, wenn ihr es anders seht, du kommst da rein und kannst schon mal 70% der Leute aussortieren, weil du sagen würdest, ist nicht mein Typ. Insofern würde ich schon mal damit widersprechen, dass da nur Leute reinkommen, die seinem Typ entsprechen, weil dafür ist der Cast ja irgendwie auch zu vielfältig, schon alleine vom Altersspektrum, der eine ist extrem männlich, der andere ist vielleicht weniger männlich, was logischerweise auch damit zu tun hat, wenn einer Anfang 30 ist und einer Anfang 20, ja, es ist natürlich optisch ein Unterschied. Also ich finde, schon alleine daran sieht man, dass es als Beispiel nicht sein kann, dass nach diesem Typ Mann gecastet wird, auf den er steht, ausschließlich, weil sonst hätte man da entweder nur Twinks oder, keine Ahnung, nur Fitnesstypen oder, ja, ich will das eine Zitat nicht wiederholen, was dieser junge Mann da gebracht hat, aber gerade wenn es wenn es um den feminineren Typen geht, da haben wir ja nun auch einige drin, die würden ja dann gar nicht in diesen Cast reinkommen, weil das ist ja eigentlich das, was Fabian nicht möchte. Also bedeutet eigentlich, widerspricht sich die Aussage von diesem TikTok-Video mit dem, was im Cast ist, weil derjenige sagt, ja, das wird halt so gecastet, wie der Prinz das will und deswegen ist der Cast nicht so divers. Nee, also ich könnte jetzt bestimmt locker 10 Namen nennen, wo ich jetzt vom Gefühl her sage, die fallen bei ihm raus, ja. Und natürlich ist es wie im wahren Leben, du weißt nicht, wen du triffst so, nur bist du halt dort in einer Reality-Show und da kannst du auch Leute reinwerfen, die gut fürs Format sind, weil sie eben gut sind für Diversität. Und ja, es kann auch sein, dass man Leute deswegen einfach öfter mal mitschleift. Aber Fakt ist, er sortiert halt am Ende da aus, wo er Bock drauf hat. Und deswegen, dass man da sagt, der Cast so zusammengesetzt, wie er drauf steht, so nein. Also ganz ehrlich, ist doch beim Bachelor oder keine Ahnung, bei der Bachelorette genauso. Wollt ihr mir sagen, dass da ein Bachelor steht oder eine Bachelorette und die Männer, die dort gecastet werden, so nur auf den ersten Blick, du siehst ja auf den ersten Blick wirklich nur die Optik und du hast gerade bei Prince Charming nicht so viel Zeit, dich überhaupt richtig kennenzulernen. Wollt ihr mir sagen, dass wenn die Bachelorette da steht, dass 80% der Männer ihr gefallen? Nein. Niemals. Das werden, keine Ahnung, 20% sein, wenn überhaupt. Und das wird beim Bachelor genauso sein.
Und das wird bei Prince Charming genauso sein. Und bei allen anderen Dating-Formaten dieser Art genauso. Also, du hast ja auch gar nicht die Zeit, dort intensiv dich kennenzulernen, weil jetzt die Leute wieder sagen, ja, aber es kommt ja auf den Charakter an. Ja, natürlich kommt es auf den Charakter an, wenn du halt am Ende des Tages eine Beziehung eingehen möchtest. Aber du siehst am Anfang den Charakter nicht. Du siehst nur die Optik und in einer Show, die auf 2 Wochen abgedreht wird, hast du gar keine Zeit, den Charakter kennenzulernen, weil die Zeit einfach nicht ausreicht. Das heißt, du musst dich einfach auf diese Optik fokussieren. Und deswegen sehe ich das alles ein bisschen anders und sage so, klar, wird schon darauf geachtet, dass ein paar Typen dabei sind, dass es vielleicht irgendwie passen könnte, wobei ich mir auch vorstellen kann, dass vielleicht auch gar keiner dabei ist. Aber ja, ich kann diese Behauptung widersprechen, so nein. Weil sonst würden ja die Typen alle ähnlich aussehen, ja? Wenn ich euch jetzt sage, keine Ahnung, ich stehe auf Typ Mann, muss so und so aussehen, dann würde ich auch erwarten, dass man Männer castet, die im Prinzip fast alle so aussehen, weil ansonsten macht es ja keinen Sinn, so. Aber das ist ja nicht so. Das ist einfach nur meine Meinung dazu. Ich kann verstehen, dass ihr diese Aussage aus diesem Grindr-Profil problematisch findet, ist sie irgendwie auch. Aber wie gesagt, dafür gibt es leider jetzt keinen Beweis, es gibt keinen Screenshot dafür. Deswegen möchte ich jetzt niemanden dafür verurteilen. Und wenn es diesen Screenshot geben sollte, dann habe ich auch schon meine Meinung dazu gesagt. So, wie steht ihr denn zu diesem Thema? Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Würdet ihr unterschreiben, dass der Cast so gecastet wird, dass quasi fast alle dem Prince, der Bachelorette oder dem Bachelor gefallen? Oder seht ihr es doch eher so wie ich? Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Ich glaube, das wird eine sehr skandalöse Staffel. Auf jeden Fall habe ich gerade so den Eindruck. Und dann verabschiede ich mich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal.